Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Nerdytech Review. Heute einmal mit den Maxell Super Slim Headphones. Das ist der dritte Kopfhörer und da seht ihr ihn auch schon. Aus unserer Maxell Reihe hat ein bisschen gedauert, bis dieses Review jetzt hier nachgereicht wurde. Aber ich dachte mir, verwehren möchte ich ihn euch nicht. Es ist mit Abstand der günstigste von den dreien, und zwar also ungefähr für aktuell 15 bis 20 Euro zu haben. Wo die Kauflinks dazu findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich nehme allerdings schon mal so viel vorweg. Wir kommen gleich erstmal hier kurz zur Verpackung. Ich habe ihn schon ausgepackt, wie ihr seht, weil das ist schon Qual genug. Das wollte ich euch nicht unbedingt zeigen. So viel vorweg. Der Steffen war ja relativ zufrieden mit den anderen beiden, also dem Kuma Premium und dem Retro DJ. Der ist selber bei ihm aktuell noch im Einsatz und ich habe diesen hier dafür jetzt mal etwas ausführlicher getestet und muss ganz ehrlich sagen, ja, also mehr als 20 Euro wäre er mir auch nicht wert. Warum, erkläre ich euch gleich. Ganz kurz zur Verpackung: Wir sehen hier das schöne, die schöne Skyline von New York und wir haben Works with iPhone, iPod, Smartphone, MP3. Das heißt so viel wie mit sämtlichen iOS-Devices und auch normalen Android-Smartphones und MP3-Playern. Denn er kommt interessanterweise, wie ihr hier seht, mit einer Fernbedienung, ja, Maxell, ein Knopf zum Anrufe annehmen und so weiter. Lauter, leiser kann er nicht, also es ist hier nur ein einziger Knopf. Und da seht ihr auch schon den kleinen schwarzen Punkt, das ist das Mikrofon. Heißt so viel wie, er ist geeignet für, hoppla, da haben wir es, Hands-Free Calling dank Built-in Microphone. Was er sonst noch so kann, steht netterweise hinten drauf, ne, wie man das so kennt. Je billiger der Kopfhörer, desto mehr Infos bekommt man. Und hier sehen wir erstmal kurz, in welchen Farben ihr ihn euch kaufen könnt, nämlich in Schwarz, Weiß, Blau, Lila und Pink. Ganz wichtig. Und dann in x verschiedenen Sprachen, was er denn alles so mitbringt. Und da sehen wir schon das nächste Problem. Ultra Slim mit einstellbarer Haltebügel. Ja, ist nicht ganz korrektes Deutsch, aber ist nicht schlimm. Flachkabel. Auch nicht so ganz mein Fall, aber manche mögen das ja ganz gerne. Klappbare Kopfhörer, ja, haben wir gesehen, so wie er hier auf dem Tisch liegt, gell. Und eingebautes Microphone, auch schön englisch geschrieben. Und jetzt hier unten, wie gesagt, zu den technischen Spezifikationen, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Wir haben eine Impedanz von, finde ich persönlich, relativ hohen für so einen Kopfhörer, 32 Ohm. Ein Frequenzgang von 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Das wissen wir spätestens seit meinem Review der Shure SE535, ist eigentlich ein nicht wirklich aussagekräftiger Wert, sondern es geht eher darum, wie sich der Kopfhörer eben in diesem Frequenzbereich verhält. Und eine relativ hohe Empfindlichkeit von 105 plus minus 3 dB, das ist, sieht man ja eher ungerne, ne? Das, oder ich persönlich sehe das eher ungerne, denn das heißt, der Kopfhörer, und das kann ich auch bestätigen, geht schon relativ laut, aber das möchtet ihr sowieso nicht. Ganz kurz mal hier oben zum Modell, ne, da MXH HP200, falls ihr den darüber irgendwo mal suchen möchtet. 40 mm Treiber hat er, zack, da sind wir. Und ist tatsächlich kompatibel mit iPhone, HTC, BlackBerry, LG, Samsung, Nokia, Sony. Ja, cool. Und außerdem ist hier noch ein Ständchen dabei mit Adapter included, ja. Das ist, kann ich euch auch direkt am Anfang zeigen, na, dieser hier, warum auch immer. Ihr seht, drei Striche wegen dem Mikrofon, ist klar. Da sind aber auch drei Striche dran und das Einzige, was man sieht, wenn man sie exakt nebeneinander hält, ich hoffe mal, das kriegt das iPhone so halbwegs hin, ja, dieser hier ist minimal dünner. Jetzt dachte ich im ersten Moment so, weißt du was, egal wie sie klingen, passen sie eventuell in meine Live-Proof-Hülle ohne Adapter, was ja sonst nur den Apple Earpods gelingt. Nein, tun sie nicht. Von daher, naja, weiß ich nicht genau, was das Ding soll. Vielleicht um irgendwie durch die etwas dickeren Cases und Bumper und so weiter durchzukommen. Trotzdem an sich ganz nett. Kabel ist, wie gesagt, Flachband, 1,20 Meter lang, ne, sieht hier aus wie so eine Bandnudel, braucht man auch nicht viel zu sagen. Kommen wir zum Kopfhörer selber. Das ist hier ganz offensichtlich also die schwarze Variante, mattschwarzes Kunststofffinish. An sich fühlt es sich nicht so billig an, wie es ist, oder wahrscheinlich sieht es auch
billiger aus, als es ist, sagen wir mal so. Hier seht ihr den Spielraum, die Beweglichkeit der Ohrmuscheln und sie sind wie gesagt so um 90 Grad drehbar. Ab hier geht es also nicht weiter. Und naja, dass er relativ dehnbar ist, ist klar. Hier oben drin sehen wir also irgendwie eine Art ja, Metall- oder Aluband, keine Ahnung. Wie, das war's schon? Okay, das ist der maximale Spielraum. Bleiben auch relativ fest in dieser Position, sind allerdings, wenn man sie schon auf dem Kopf hat, relativ schwer einzustellen, weil so ganz ordentlich ist dieser Rastermechanismus hier nicht. Kopfband seht ihr schon. Da braucht man jetzt nicht irgendwo nach Padding suchen, also nach Polsterung. Gibt's nicht. Viel Plastik, viel. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht mal Kunstleder. Das ist keine Ahnung, was es sein soll. Und die Ohrmuscheln zeige ich euch auch immer von der anderen Seite. Das dürfte eventuell Kunstleder sein, gehe ich mal fast davon aus. Weich ist Ansichtssache, ja, sind sie. Da seht ihr rechts und links. Ja. Ich glaube, es spielt nicht mal unbedingt eine Rolle, wenn man sie verkehrt rum aufsetzt. Ihr habt, wie ihr seht, Kabel auf beiden Seiten. Die sind nicht abnehmbar. Also wenn da irgendwie ein Bruch vorliegt, gut, es sind 20 Euro Kopfhörer, dann kann man sich auch in der Tat gleich neue Kopfhörer kaufen, anstatt jetzt für 3, 4 Euro nach einem Ersatzkabel zu suchen. So viel zum ersten Eindruck. Tragen tun sie sich dementsprechend unbequem. Ich bin sowieso kein Fan von On-Ear-Kopfhörern. Das wissen die meisten von euch wahrscheinlich mittlerweile. Sie sind natürlich super leicht, keine Frage, aber das macht es dann irgendwann auch nicht besser. Kommen wir aber schon sozusagen abschließend, denn so viel muss man zu solchen Dingern ja nun wirklich nicht sagen. Zum Wichtigsten, das ist wie immer der Sound und der ist ganz ehrlich dem Preis angemessen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also 20 Euro, 15 bis 20 Euro müsst ihr auf den Tisch legen. Ja, und das Einzige, was ich Ihnen eventuell attestieren kann, ist, Sie haben, wie gesagt, wer gerne laut hört, ja, warum nicht? Sie haben einen relativ ordentlichen Bass, relativ, also sind sehr, sehr warm, aber naja, ab grob geschätzt 2, ja, 1,5, 2000 Hertz, also der gesamte Mittenbereich und nach oben hin braucht man da gar nicht weiter gucken. Es wirkt alles sehr so, ne, Mumble Bumble, als wenn der Interpret oder der Frontmann plötzlich ein halbes Handtuch im Maul hätte oder vor dem Mund trägt. Ja, sehr, sehr dumpf. Die Höhen, da ist zwar nichts überspitzt, aber da kommt auch eher gar nichts. Also hat man eher so das Gefühl, ne, die Kurve geht irgendwo so relativ schnell nach unten. Die Höhen sind also, wie man so schön sagt, rolled off, sind also sehr, ja, abgehackt quasi. Einzelne Instrumente rauszuhören ist in meinen Augen so gut wie unmöglich. Der Bass ist immer präsent oder es ist viel zu omnipräsent eigentlich, was dann auch dem Ganzen diesen dumpfen Eindruck gibt und die Mitten sind, ja, werden so sehr in den Hintergrund gedrückt, dass es für Leute wie mich zumindest absolut kein Hörgenuss gibt. Von daher, leider Gottes, im Vergleich zu den anderen beiden, ja, mit Sicherheit keine Kaufempfehlung, weiß nicht. Da gibt es gerade im In-Ear-Bereich vielleicht eher für 20 bis, sagen wir jetzt mal vorsichtig, 40 Euro. Ja, sonst sagen gleich wieder alle, ja, ist ja das Doppelte, das ist ja normal. Aber für 20 bis 40 Euro, das ist dann so die Preisrange 100 bis eben 200% dieses Kaufpreises, bekommt ihr was bedeutend Besseres. Und das soll es auch schon wieder gewesen sein. Schade eigentlich, wie gesagt, mit den anderen beiden bin ich super zufrieden. Playlist findet ihr oben rechts über die Infokarte, beziehungsweise auch die Reviews zu diesen anderen beiden Maxwell-Kopfhörern. Es ist nicht grundlegend so, dass sie einen schlechten Job gemacht hätten, aber mit den Super Slim, ja, tut ihr euch in meinen Augen, wenn auch für kleines Geld, keinen Gefallen. Nicht mal als Preis-Leistungs-Sieger, von daher made in China. Par excellence. Danke fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen. Guckt euch auch mal die anderen Reviews und Playlists an hier bei Nerdytech. Und ich sage schon wieder danke und bis zum nächsten Mal hier bei Nerdytech. Euer Jens von Nerdytalk.